Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier vom GTA 5 Story Modus. Wir sind hier mit Franklin unterwegs, denn Trevor, also nach der Mission, nach dem Part von eben, Familienzusammenführung, sind wir direkt mit Trevor wieder gespawnt, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, also es wurde keine Mission geladen. Dann bin ich einfach mal gerade jetzt zu Franklin gewechselt und dann haben wir direkt diese Mission hier gefunden. Machen wir das mal und dann denke ich mal, wird es ja auch ganz normal weitergehen, denn wir gehen aufs Ende des Story-Modus zu. Es sind schätzungsweise noch 10, 11 Missionen. Dann haben wir die ganzen Hauptmissionen fertig und ja, die Fremde und Freaks. Dazu werde ich vielleicht das ein oder andere Mal einen Livestream bringen, aber es geht wirklich nur im Story-Modus, finde ich, um die Hauptmission. Die anderen, das ist jetzt nicht so mein Fall. Und deshalb werden die auch nicht so bearbeitet. So, jetzt sind wir aber hier auf der Baustelle und wir verfolgen hier irgendeinen Bauaufsicht, Architekt oder was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir mal noch gerade von einem anderen Bauarbeiter einen Helm bekommen. Ganz wichtig natürlich. So. So, mit Master Franklin. Ja, ist er Architekt, ist ein Architekt. Habe ich nirgends ein Schalldämpfer. Oh shit, man. I'm flying over now. Wo ist denn jetzt hier der Mann? Yo, Bruder, wo ist der Kollege hin? Bin ich vollkommen blöd oder was? Ja, so, du hast den Architekten verloren, genau. Du hast ihn verloren. Okay, gut, Mission vorbei, weil ich mit der Waffe hier reingelaufen bin. Oh, ne, nicht mal. Verlass die Baustelle. Ja, das machen wir auf eine andere Art und Weise. Oh, hätte man mir sagen können, dass das so einfach ist, dann hätte ich es direkt so gemacht. So, wo kann ich jetzt hier runterspringen? Hallo, ich will hier irgendwo runterspringen. So, okay. Ich glaube, ich chill noch hier oben, bis das, bis die Mission vorbei ist. Oder bis die Sterne weg sind. Wartet, so. Lol, was ist das denn? Das ist ja mal geil. Das habe ich noch nie gesehen. So, wenn die Sterne weg sind, dann... Och, da oben ist ein Riesenflugzeug. So. Oh, als ob der keinen Fallschirm hat. Mission fehlgeschlagen. Scheiße. Okay, dann werden wir die Baustelle jetzt ganz traditionell mit dem Fahrstuhl verlassen, genauso wie wir auch hochgekommen sind. Werden wir die Baustelle verlassen, dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. So. So, gib mir den Plan. Hallo? Bruder, ich möchte doch den Fahrstuhl benutzen. Aha. Ja, komisch.
So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwo ein Auto finde, mit dem ich dann abhauen kann. Ach, nein. Das wollte ich gar nicht. Toll, jetzt bin ich hier ins Loch reingefallen. Och, Menno. So. Aber irgendwo muss doch hier doch bitte ein Auto stehen. Hallo. Da steht eins. So, schnell weg hier. Hier ins Parkhaus rein, würde ich sagen, ist gar keine so dumme Idee. So, einfach hier schön parken. Dann kann uns eigentlich auch keiner finden. Total das gute Versteck eigentlich. So, Sterne sind weg. Okay, geil. Da können wir auch direkt zum Punkt fahren. So. LHT 241. Okay. So, rüber hier, kommt, kommt. Yo, Freunde, das Auto hier ist irgendwie, es erinnert mich an irgendein Auto. Es gibt, glaube ich, einen Citroën, der so aussieht. So. Nice, kommt, Treppe hoch und dann haben wir es geschafft. Ah, Craig. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here, thank you. So, all good? Sure, homie. So is this shit for real? You just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Yeah, I don't fucking know. Probably not. All right, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So you can plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos, or defeating one of the world's most complex security systems using our workers. Ja, ne, es klingt nach einem guten Plan. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously, I got a mop? Yeah, yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills?
So, Ninja. Okay. Okay. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here. Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die Option Aufwischen, denn das ist mit der Feuerwehr und Feuerwehr ist ganz cool. So, what's it gonna be? Wir nehmen das mit der Feuerwehr. So you do want to mop. Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as so. He's my go-to guy. I ain't changing that now. Wenn einen Schützen zum Anheuern, ja. Well, should be okay. He's got a few scores left in him. Okay. That all look good to you? You are robbing the FIB here. Ja, passt. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. All right, shit, hit me. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. Gut, da ist eigentlich... Dann gibt's eigentlich keine Wahl. Wir brauchen Trevor für den Union Depository Überfall. Die Pläne des Architekten haben wir da geklaut. 50%. Oh, das ist nicht so viel. Für diese Planung ist ein Fluchtfahrzeug erforderlich. Okay. So. Ja, Freunde, das soll's vom Part gewesen sein. Als nächstes gibt's nochmal Solomon Action. Okay. Ja, und dann gucken wir mal, wie das mit dem Trevor ist, ob der sich, wann der sich nochmal dazu gesellt. Aber wie gesagt, Freunde, das soll es vom Part gewesen sein. Mir hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Dann sehen wir uns heute Abend zum nächsten Part. Auf Wiedersehen und tschüss!